Jessica Elbe, 41, möchte ihren beiden Töchtern eine gute Mama sein. Die Schauspielerin und Eman Keshwaran, 43, haben drei gemeinsame Kinder, Ona, 14, Heaven, 10 und Hayes, 4. Bereits 2019 verrät die dreifache Mutter, dass sie mit ihrer ältesten Tochter Ona gemeinsam eine Therapie macht. Jetzt gab Jessica in einem Interview offen zu, dass sie nun auch mit Tochter Haven eine Mutter-Kind-Therapie begonnen hat. In der Juli-August-Ausgabe der Glamour UK sprach Jessica über ihre Motivation, therapeutische Hilfe mit ihren Kindern in Anspruch zu nehmen, um die Pubertät herum. Ist, denke ich, die Zeit für mich und meine Girls. Da fingen sie an, sich abzuschotten. Mit einer ausgebildeten und unparteiischen Person hingegen würden sich ihre Kinder sicher fühlen, offen zu äußern, welchen Umgang sie sich von ihr erhoffen und wünschen. So habe sie beiden Töchtern mitgeteilt: Hört zu, ich bin nicht perfekt. Ich werde nicht alle Antworten kennen, aber ich möchte dir eine gute Mutter sein. Für ihren offenen Umgang mit diesem Thema hat Jessica einen besonderen Grund. Ich denke, ich wollte einfach nur versuchen zu entstigmatisieren, verrät die Fantastic Four-Darstellerin. Daher habe sie sich 2019 und jetzt auch wieder bewusst dafür entschieden, öffentlich über ihre Mutter-Kind-Therapie zu reden. Findet ihr es gut, dass Jessica so offen über die Mutter-Kind-Therapie mit ihren Töchtern spricht? Ja, damit hilft sie, Therapien zu normalisieren. Nein, ich finde, das sollte ein privates Thema bleiben. Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an tipps@promiflash. D.